Ja, ich habe das Thema Biostrukturanalyse, was das für einen privaten Nutzen hat und für einen beruflichen Nutzen. Dadurch gekommen bin ich durch meinen Arbeitgeber 2010. Dann haben die gesagt, kommen wir als Team, gehen jetzt mal dahin, lernen wir uns doch mal alle besser kennen. So war es ja auch, Praxis eröffnet, wir sind alle so ein bisschen anonym einfach unter uns. Wie tickt denn wer? Hat uns brutal geholfen. Erstmal habe ich verstanden, warum derjenige so drauf ist und der andere so. Wie rede ich dann dementsprechend mit denen natürlich auch, mit dem Grünen, eher so ein bisschen auf die sanfte Tour, den Blauen darf ich ja gar nicht einengen beispielsweise und beim Roten kann schon halt auch mal knallhart sein. Aber also uns hat es brutal geholfen, dass einfach, ich weiß, der meint es jetzt nicht so, der ist halt so. Also ebenso haben wir dann angefangen, die Patienten dann, umso fitter wir geworden sind, wir haben auch regelmäßig Seminare besucht, haben wir dann auch Patienten analysiert. Gemeinsam, klar gibt es da ja auch mal so ein bisschen Diskussionen, ja ich finde den blau, ja ich finde den aber eher irgendwie doch rot, aber dann auch blau und so fängt es halt schon an der Rezeption an, dann im Zimmer dann nochmal und umso fitter du wirst, umso ja, sicherer werden wir da auch, weil wir dann natürlich die Patienten analysieren können und dementsprechend auch unsere Termine besser optimieren können, von der Länge her. Der Blaue kriegt halt gleich mal schon mal 30 Minuten Termin, ja? Und der Rote ist eh zack, zack, andere Vorbereitungen und wir haben ein viel besseres Terminmanagement bekommen, wirklich, ohne Witz. Und von der Kommunikation her, die Patienten haben keine Fragen mehr. Die gehen raus, okay, Termin, der Blaue ja eher weniger, der meldet sich ja eh dann, aber er meldet sich, top. Und auch privat, mein Freund macht das auch. Also er kennt sich damit aus, witzigerweise. Und am Anfang habe ich, also er hat es am Anfang nicht gemacht. Und am Anfang war es einfach so, das hat mich so gestresst. Also warum ist er jetzt so spontan und immer alles so auf den letzten Drücker? Und ich bin halt nicht so, ich brauche Planung und ich brauche halt auch Struktur. Und ich kann das nicht. Und er ist halt komplett rot. Und wie gesagt, alles auf den letzten Drücker. Und jetzt in 2 Stunden fahren wir in Schwarz. Ich so, nee, das können wir nicht. Und was muss ich mal alles machen? Und ja, er macht das jetzt auch, er versteht jetzt mich, ja. Ich brauche halt ein bisschen länger, ein bisschen überlegen und ja, und ja, jetzt gehen wir beide so analysieren durchs Leben, das ist ganz witzig, immer so Geschichten zu erzählen. Ja. Schön. Ja, das war's.